Hallo und willkommen zu einem Let's Talk. Ja, ihr habt euch gefragt, erstmal der Titel, Mini-Mini-Bar, was hat es damit auf sich? Und ihr seht hier eine ganze Menge Zeug aufgebaut, kleine Alkoholfläschchen. Was hat es damit auf sich? Was soll dieser Let's Talk sein? Ja, im Endeffekt ist es auch so eine kleine persönliche Reise von mir, die ich euch mit erzählen wollte. Aber auch vielleicht etwas, was, ja, habt ihr es vielleicht auch gemacht? Also auch was gesammelt in dem Sinne. Es ist einfach so ein bisschen, dass ich mal über dieses Thema Mini reden wollte. Ja, über viele Jahre hinweg habe ich immer wieder, nicht über Jahre weg, ich sammle immer noch viel nerdigen Stuff, Kleinkram, Gimmicks, Merchandise, auch zu Bereich Filmen und so weiter, zu Computerspielen. Ihr kennt das ja, ich zeige euch ja genug in meinen Let's Views und beziehungsweise auch in allem eigentlich von Let's Views über so besondere Magazine, in den Pickups immer wieder, was ich mir dann irgendwie kaufe, sei es nun online, auf Börsen oder wer weiß wo. Ja, und das, was ich jetzt hier aufgebaut habe, ist auch so ein Stück meiner Kindheit, meiner Jugendzeit, sagen wir mal mehr. Denn ja, Miniaturen oder Kleinigkeiten haben mich schon immer irgendwo fasziniert. Ja klar, wir sind ja Jungs und Kinder und man hat ja schon mit kleinen Autos, also Miniaturautos gespielt. Ich habe angefangen nicht nur mit den kleinen Gorri-Toys, den Hot Wheels in dem Sinn, diesen Metallautos. Man hat auch damals, mein Vater hatte eine Eisenbahnanlage von Märklin und somit hatte man kleine Autos von in H0 Größe, diese Modellautos, habe ich auch so ein paar gesammelt. Habe ich jetzt diesmal jetzt keins hier, aber ich besitze ein paar davon. Ja, und so kommt immer eins zum anderen, indem man Dinge sammelt irgendwo, die so klein sind, ne? Actionfiguren sind ja auch kleine Sachen, 10 cm Figuren, ob nun Masters 15 cm oder wie auch immer das Ganze. Man sammelt eben halt diese Dinge. Und ja, wie kam ich jetzt auf Mini-Mini-Bar? Irgendwie war das ein Trend ich glaube, es begann so 85 bis 90, ja, meiner Gegend war. Da hatte man, sobald man natürlich dann volljährig wurde, langsam gerne mal selbst eine kleine Minibar. Es war ja, ich meine, es gab es ja auch schon in den Jahrhunderten davor und in den 60ern, da hatte jeder Erwachsene eine Minibar. Meine Eltern hatten auch einen Schrank zum Aufklappen, da war ein Spiegel, da standen dann die ganzen Whiskyflaschen. Früher hatte man Karaffen, da war dann der Wein drin, da war dann der Cognac drin und so weiter. Das hat sich ja schon immer so durchgezogen. Und irgendwie ergab sich das auch, dass ich mir auch meine eigene Minibar dann irgendwann mit zwischen 16 und 18 angefangen habe aufzubauen, mit Erlaubnis meiner Eltern. Ja, und später habe ich auch eine kleine Sache gehabt, da hat man natürlich seine eigene Bacardi-Flasche gehabt, seine eigenen Jack Daniels und solche Sachen. Aber mich hat auch immer noch die Miniatur fasziniert und das war so eine Sache, man hat auch gesammelt. Kleine Versionen von den großen Dingen, die es so gab. Naja, und ich hatte in meinem Schrank, das habe ich, ich weiß nicht, so zwischen, ich sage ja gerade zwischen 85 und 90 begonnen aufzubauen, ein oberes Fach in meiner kleinen Kommode. Und ich zeige euch jetzt hier einfach mal Aufnahmen, wo ihr das seht. Viele von den Teilen, die ihr da jetzt gleich seht, stehen hier auch herum. Leider ist dann auch etwas, das ist nicht mehr im perfekten Zustand, was ihr seht. Ich habe es jetzt gerade aktuell gemacht, denn es ist ein kleines Problem passiert. Das erzähle ich euch aber auch so währenddessen. Denn eine Cola-Flasche, eine Cola-Dose, die ich hier da hatte, da vorne steht sie noch, ist langsam ausgelaufen, wird die Zeit. Und hat sich dann sozusagen in die, ich hatte so ein paar Servietten, Papierservietten hingelegt und so ein bisschen Pappe-Sachen, hat sich das leider aufgesogen und auch kaputt gemacht. Aber wie gesagt, ihr seht in diesem Schränkchen, da habe ich eben halt Miniaturflaschen gesammelt von den gängigen Sorten, die es damals gab. Und viele Kleinigkeiten. Ihr seht viele Gimmicks, Mini-Schokolade, gut, die habe ich jetzt weggeschmissen, die steht hier nicht mehr auf dem Tisch. Kleine Zigarettenschachteln, eine Cornflakes-Packung, Gläser. Ja, und was hat sich damit auf sich? Es ist schon was Besonderes irgendwo gewesen, diese Sachen zu sammeln. Und
wie gesagt, man hat so sein persönliches Fächchen da zusammengebaut. Das war irgendwie so ein Trend bei mir, so mit mehreren Kumpels damals auch. Die hatten das auch. Ich weiß nicht, wie weit sie das dann noch behalten haben. Aber ich muss sagen, ich habe es, ich nehme dieses Video jetzt auf, in etwa vor einer Woche, anderthalb Wochen, habe ich das erst aufgelöst. Als ich gesehen habe auch, dass es ausgelaufen ist, aber es ist erst vor kurzem leider passiert, das Missgeschick. Also es ist noch nicht so lange her, der Schaden ist gering, aber naja, passiert, Dinge passieren. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Sachen, ja, wie kann man sagen, bis heute, wenn mindestens, ich weiß durch das Ablaufdatum von den Cornflakes, dass die von 1990 stammt, somit weiß ich, dass ich das mindestens 1990 hatte. Das heißt, wenn ich heute 2023, wir sind jetzt Dezember 2023, fast ist das Jahr beendet, also im Endeffekt habe ich das 34 Jahre lang, habe ich diese Miniatursammlung gehabt. In der Tür könnt ihr sehen, da habe ich auch ein, zwei Fotos. Ich habe so kleine Geldscheine, so Bilder da eingeklebt. Man hat Essstäbchen aus dem China-Restaurant. Das war damals noch was Besonderes in den 90ern. Das war nicht so wie heute, so gang und gäbe. Es gab die auch nicht so in der Masse. Es war schon was Besonderes. Und dann hat man diese Essstäbchen bekommen, die heute vielleicht nicht mehr so spektakulär aussehen. Aber man fand das irgendwie cool, hat die auch gesammelt. Ich glaube, die Essstäbchen, die da drin sind, die habe ich jetzt hier nicht liegen, die hängen da immer noch drin in der Sache, sind aus Plastik, also in dem Sinne auch bedruckt. Das war eben halt noch was Besonderes irgendwo. Ja, man hat diese Dinge dann auch irgendwo fasziniert gesammelt. Ich habe ein schönes Foto da reingesetzt. Es sind aber auch eben halt Dinge dort hineingewandert, die ja Erinnerung sind. Elemente der Geschichte, meiner persönlichen Geschichte. Und ich finde, das macht das irgendwie auch mal Spaß, wenn man Dinge sammelt, die man aufs Regal stellt, wenn die irgendeine Verbindung zu einem haben. Ja, und ich wollte euch einfach auch mal diese ungewöhnliche Sammlung, sage ich mal wirklich, ja, einfach mal darüber erzählen, so ein bisschen Kleinigkeiten und vielleicht auch eure Faszination für das Miniaturwesen der Welt, oder das ist jetzt hochgestochen. Ja, wie soll ich sagen? Weiß ich nicht, vielleicht sammelt ihr auch Kleinigkeiten, schreibt es mir gerne nachher in die Kommentare. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich habe damit besonders meine große Schwester, auch erwachsen mittlerweile, ich grüße dich hier an dieser Stelle, angesteckt, dass sie auch immer kleine Miniatursachen sammelt und bastelt immer noch bis heute. Und ich verlinke eins ihrer Videos, ja, zum Beispiel Miniatur-Food-Sachen von Disney und ja, nicht nur von Disney, aber von, ich glaube, irgendwie so Miniaturfood, dass sie gerade so ein bisschen ja bastelt entsprechend. Das verlinke ich einfach mal ein Video hier. Und sie bastelt Puppenhäuser am Disney-Puppenhaus und so weiter. Man hat dieses Gefühl für Miniatur immer noch irgendwo drin. Das habe ich irgendwo, vielleicht habe ich weitergegeben. Auf jeden Fall hatte meine Schwester es auch erwähnt, dass sie das sehr faszinierend fand immer und auch gerne angeguckt hat. Genau das macht es auch aus. Dass dieses, wenn ihr diese Aufnahme seht, in meinem Schrank hinein ist, was ihr nicht mehr sehen könnt, das habe ich auch schon vor Jahren abgebaut. Ich hatte sogar noch einen Schalter mit einer kleinen Batterie und eine kleine Leuchtlampe in die Ecke gebaut, damit ich mir selbst beleuchten konnte. Das war noch vor LED-Zeit. Ja, sowas gab es einfach. Naja, und ich dachte, ich erzähle so gleich mal so ein bisschen über diese verschiedensten Gimmicks, weil es sind auch so Dinge eben halt, ich zeige euch einmal, was ich da reingepackt habe, gesammelt habe, aber auch manches hat eine persönliche Verbindung irgendwo. Und genau die wollte ich dann auch ein bisschen deutlicher machen. Ja, ich habe auch was zu trinken genommen in meinem Becher, meinem Starbucks-Becher. Jetzt denkt ihr, ja, ein Starbucks-Becher ist Werbung. Ja, ist auch natürlich Werbung, logischerweise, weil es ist ja eine Marke. Aber dieser Becher, den habe ich mir vor 20 Jahren gekauft, als ich in London war. Das war eine meiner Reisen, wo ich auch allein nach London geflogen bin, über ein Wochenende, habe einfach mal so ein bisschen die Tourismus-Schiene sozusagen genommen und ich habe mir dann einen Starbucks-Becher als Erinnerung gekauft und ja, da habe ich dann meinen ersten Kakao da vor Ort getrunken. Jetzt ist aber nur Wasser drin, weil ich keinen Kakao gerade habe. Und ich rede ja viel, also braucht man auch ein bisschen was, um die Kehle zu schmieren. Naja, und ihr könnt ja sehen, es sind eine ganze Menge ja, Sachen drin und ich jetzt will mal so ein bisschen Sachen erzählen. Ja, wenn es euch zu langweilig ist, schaltet ab. Ansonsten ist es eine Reise ein bisschen in die Zeit zurück, was es so gab und so weiter. Ja, und ihr seht, das ist halt eine andere Art von Sammlung, nicht nur Spielzeug, sondern eben halt auch Lebensteile, ne? Dinge, die uns im alltäglichen Leben begegnen.
Ja, fange ich mal an mit den Getränken. Ihr seht, das ist so der größte Teil hier. Miniaturflaschen von den Whisky-Sorten, von Getränken, die es so regulär gab. Diese Dinge wurden ja schon immer gesammelt und auch vor meiner Zeit. Ich habe jetzt auch nicht eine Mega-Auswahl, aber was damals mehr war, war nicht nur, dass die Proben waren oder kleine Drinks für zwischendurch, sondern dass sie auch den großen Flaschen, ihren großen 07, 05, 1 Liter Versionen ähnelten. Und das macht das aus. Nehmen wir zum Beispiel diesen Dimple. Dimple ist auch eine große Whisky-Marke müsste das sein. Und ihr seht, das ist eine kleine Flasche und die ist genauso geformt wie seine große Form. Gut, die Bacardis sind jetzt aus Plastik und ihr könnt sehen, die habe ich nie geöffnet, aber da ist nichts mehr drin. Die verdunsten. Die sind natürlich verdunstet mit der Zeit. Und das meine ich auch mit dem Auslaufen. Die Dinge, man ist dem teilweise nicht gefeit. Aber nicht, auch wenn die verdunstet sind zum größten Teil, also meistens, wenn da Plastik drin war oder so, also sind ja nicht hundertprozentig, wie soll ich sagen, dicht. Aber hier habe ich eine Glasflasche von Black Label von Johnny Walker und da fehlt auch einiges und das habe ich nicht getrunken. Das ist alles noch verschlossen. Ich habe auch den Red Label hier. Southern Comfort, glaube ich, gibt es gar nicht mehr inzwischen als Likör oder so ein Rumlikör. Habe ich auch hier. Hier habe ich eine kleine Jim Beam Flasche. Mal sehen, gibt es ein Datum da drauf? Müsste ja auch manchmal gewesen sein, dass sie ein Datum irgendwo hingedruckt haben. Aber nee. Doch, hier ist hinten an der Seite was, aber nur eine Markierung, aber die kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall so schön aus Glas, hat natürlich auch was Besonderes. Ist halt, die sind wirklich seit 30 Jahren drin, also über 30 Jahre alt. Und ja, ich habe die halt gesammelt. Ich habe mir natürlich meine Lieblingssorten, so was ich auch damals im Großen hatte, Valentines. Ihr seht so, das habe ich gerne getrunken. Gerade Bacardi Cola habe ich sehr gerne getrunken. Ja. Diesen hier zum Beispiel, den russischen Wodka Ultra, der ist nie in Deutschland erschienen. Ich habe bei Asmus rum mal gearbeitet. Ich erzähle euch das ein bisschen aus meiner Zeit. Und der wurde dort produziert und nach Russland verschifft, von Deutschland aus. Haben vielleicht auch hier nur abgefüllt, das weiß ich gar nicht genau, auch wenn hier für St. Petersburg draufsteht und so weiter, ist aber bei mir in Deutschland abgefüllt worden. Ja. Das ist halt eine kleine Erinnerung an diese Zeit. Es gab noch viel mehr Flaschen, aber ich habe auch schon aussortiert vor Jahren. Manche, die ich geschenkt gekriegt habe. Ich habe hier, glaube ich, irgendwas Polnisches. Hier zum Beispiel, das haben meine Eltern mir mal irgendwann geschenkt. Ist ein milder Weizenkorn. Es ging gar nicht um den Korn, sondern ich war einer, ein Junge, der hatte, jeder hatte ja Tier, mochte Tiere. Ich mochte Eichhörnchen sehr gerne und ich habe alles Mögliche mit Eichhörnchen gesammelt. Und ihr könnt hier sehen, da ist ein Eichhörnchen vorne drauf und das war der Grund, warum meine Eltern mir das dann geschenkt haben. Ja, solche Kleinigkeiten hat man dann natürlich dabei. So hat man auch Deckel gesammelt, hier jetzt von Bacardi. Man hat das alles einfach irgendwie hingepackt. Hier habe ich nochmal von dem Ultra Wodka noch einen Deckel, der noch nicht geschlossen ist. Aber ich habe, wie gesagt, da gearbeitet, wo das abgefüllt wurde. Habe ich aber nie getrunken, muss ich jetzt ehrlich sagen, nie probiert. Ja, und so weiter. So kam es eben halt, dass man die Sachen gesammelt hat und dekoriert. Ihr seht hier, dieses Regal ist auch dort gewesen. Das ist einmal ein zweites CD-Regal, was ich mir gebaut habe. Selbst gebaut, deswegen ist es auch sehr wackelig, aus drei Brettern mit ein paar Nägeln. Das erste war aus Acryl im Werkunterricht, da passten 10 CDs rein. Hatte sogar noch eine Trennung, 2x5. Man hatte ja 1990 noch nicht so viel CDs und CDs werden sich nicht durchsetzen, hieß es noch. Die LPs werden, ja, die LPs haben natürlich bis heute überdauert und die Kassetten, die werden die CD überflügeln, die wird nicht lange halten, hieß es ja. Ja, ihr wisst es auch, das ist eine ganz andere Zeit geworden. Naja, und das war schon mein zweites Regal, unten eine Reihe, oben eine Reihe, so wie hatte ich irgendwann noch in den 90ern. Und als es dann nicht mehr reichte, habe ich das benutzt, um, ja, als Board zum Dekorieren. Ihr seht es ja. Hatte ich da Flaschen drauf, habt ihr ja in dem kleinen Einspieler gesehen, wie das aufgebaut war. Naja, und so hat man eben halt die Dinge dann dekoriert.
Ja, und so macht man eben halt diese Dinge zusammengesammelt, um jetzt nochmal mit den Getränken weiterzumachen. Das zum Beispiel auch sowas Besonderes eben Zeit zu sammeln. Das ist jetzt Louis Rouillé. Das ist ein ein Cognac gewesen, ein sehr teurer. Und die kamen natürlich in so einer besonderen Flasche. Die habe ich was auch noch verschweißt. Und die habe ich gerne mitgenommen. Gab es damals auch bei da, wo ich gearbeitet habe. Die haben das vertrieben und dann habe ich mir das da gekauft. Einmal in weiß und hier habe ich das in der blauen Version. Das sieht genauso aus. Ich hatte sogar mal eine Version, die war in so einem Stoffsäckchen, so ein kleines edles Stoffsäckchen. Aber die habe ich dann verschenkt als irgendein Anlass. Naja, und so kommt es eben halt, dass man diesen Alkohol im Endeffekt sammelt. Die Proben, wo ihr merkt, ihr seht, ich habe nicht wirklich getrunken. Es ist einfach nur gestanden 30 Jahre, bis es verdunstet ist oder eben halt, wie ich sagte, ausgelaufen ist. Entsprechend seht ihr dann natürlich auch Coca-Cola. Ich bin ein Coca-Cola-Fan gewesen. Dadurch habe ich natürlich Cola-Dosen auch hier aufgepackt. Und diese Dose ist dann auch ausgelaufen. Das ist die ausgelaufene Dose. Hier habe ich eine, ich müsste mal gucken. Die ist von 2004, müsste die sein. Ist auch empfindlich. Ich habe sie einfach, weil sie war war hochglänzend. Ist auch sehr weich im Endeffekt. So hochglänzende Dose. Das war später nicht mehr produziert. Aus Alu. Ohne Pfand. Hat noch kein Pfandlabel. Und was ich noch, von 92, wo ihr merkt, ich sehe gerade hier unten, könnt ihr sehen, 92 ist diese Bacardi Cola Rummix-Dose. Beziehungsweise haltbar bis 92, wo gemerkt, haltbar. Ja, den habe ich hier gehabt. Ich sagte ja, Bacardi Cola liebt dich. Was kann ich dazu sagen, Leute? Wenn ihr Dosen sammelt, macht nicht den Fehler. Auf Regalen. Ich habe zweimal den Fehler gemacht. Ein anderes Mal, das war so ein Red Bull Getränk. Hier habe ich auch etwas, was ich gesammelt habe. Es hat auch die Farbe durch die Sonne leider verloren, auch wenn es nicht in der Sonne stand. Das war eine Rad Red Bull mit Fünfte Element Logo. Ihr seht, die platzt kaputt. Dieser Aufdruck. Ihr seht hier noch den Roboter. Ich habe es irgendwann geöffnet, weil die ist hier hinten irgendwo ausgelaufen. Ihr könnt hier die Risse sehen. Hier, da ist es dann ausgelaufen. Die Dosen sind nicht hundertprozentig dicht. Die halten das nicht. Oder was auch passiert, hier habe ich zum Beispiel, ich liebe ja auch Film-Merchandise und diese Dose habe ich bekommen damals bei der Presse. Ich habe Pressearbeit gemacht für Kino zu Austin Powers 1. Da haben sie die verteilt. Die habe ich nie geöffnet gehabt. Möge Austins Mojo mit dir sein. Hier steht ja auch noch Austin Powers Spion in geheimer Missionarstellung. Das war so eine Art Brause mit so kleinen Gelee-Perlen drin. Das war richtig toll, deswegen habe ich es auch gelassen. Aber es ist etwas, was passiert irgendwann. Manche Dinge ziehen sich zusammen wie so ein Vakuum. Und das ist auch leider hier passiert und es geht nicht mehr auseinander. Ich habe es irgendwann dann ausgegossen und geöffnet. Ihr seht das auch hier oben dann geöffnet und so habe ich es jetzt erstmal stehen. Das werde ich auch behalten, weil ich die fünfte Element wahrscheinlich nicht mehr lange halten kann. Ich habe es fürs Video noch. Sieht einfach nicht mehr schön aus. Naja, so ungewöhnliches Film-Merchandise habe ich immer gesammelt oder bekommen. Und dann habe ich das natürlich auch irgendwo, wie soll ich sagen, immer in meine Sammlung gestellt. Und ihr seht, dass ich springe ein bisschen, weil ihr könnt ja auch sehen, hier zum Beispiel gab es damals bei der Presse, ich bin bei der Presse gewesen von Verrückt nach Mary ab 21. Nee, es war noch nicht mehr die Presse. Das habe ich, hier steht sogar als Kaufvideo. Dann habe ich da die Presseversion bekommen von dem Film Verrückt nach Mary auf Videokassette. Hier steht ja auch Kaufvideo. So Bonbons. Die sind natürlich mega hart. Wir sind 2000. Hier ist eine 00 drauf. 20.07.2000. Haltbar, wohlgemerkt. Das habe ich behalten. Fand ich auch super witzig. Oder eben halt von Universal, das habe ich dann mal irgendwann bekommen, ähnliche Bonbons, auch nicht mehr haltbar. Steht hier ein Datum, ist auch Universal Video wohlgemerkt. Ne? Gab es dann so Bonbons, könnt ihr hier sehen.
Ja, so ein Quatsch habe ich gern gesammelt. Ja, es ist Quatsch, aber es ist auch irgendwo eine Erinnerung. Wo man eben halt diesen ganzen Teile sammelt. So, ich bin jetzt schon wieder, bin abgedriftet von den Getränken, aber ich bin mit dem Getränk noch gar nicht durch. Ich habe noch mehr dazu zu erzählen. Wie gesagt, ich laber jetzt so ein bisschen, erzähle so ein bisschen diese Kleinigkeiten, woher sie stammen, auch zum größten Teil, mit welcher Erinnerung sie verknüpft ist. Und vielleicht seht ihr ja sogar was dabei, wo ihr sagt, ey, das ist cool oder hatte ich auch mal. Also wie gesagt, lasst es mich wissen. Oder habt ihr auch sowas Verrücktes mal etwas anderes gesammelt? Ja, bei Flaschen greife ich nochmal zwischen. Ich habe hier noch zwei Flaschen. Das sind Mini-Flaschen, die sind auch verdunstet leider. Hier ist noch Zuckersirup drin, bei Alkohol, da war Whisky drin. Das sind die kleinsten Whiskyflaschen der Welt. In dem Einspieler, von der, wo ich es aufgebaut habe, seht ihr noch eine kleine Streichholzschachtel. Die wurden in einer kleinen Streichholzschachtel ausgeliefert. Die ist aber leider durch den Auslaufschaden der Cola-Dose, so eine Mini-Flasche finde ich richtig cool, kaputt gegangen. Diese beiden Flaschen habe ich damals auf einer Messe in Hamburg gekauft, und zwar Du und Deine Welt. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert, aber das war eine Messe, die wir in den 90ern und 80ern mit meinem Vater einmal im Jahr besucht haben. Die gab es immer einmal im Jahr. Da haben wir dann gegessen irgendwie. Da hat man mal asiatisch gegessen, so Steaks nach argentinischer Art, die man wirklich noch nicht so oft hatte. Da gab es noch nicht diese Steakhäuser in dieser Art. Das ist wirklich erst spät gekommen. Wir sind heute viel zu verwöhnt. Und damals war es vieles was Besonderes. Und da hat man auch Dinge gesehen, die man sonst nicht gesehen hat. Viel zu viele Eindrücke auch immer. War immer eine sehr wichtige Messe in den Messehallen Hamburg damals. Ja, und dann habe ich bei einem Shop, der da jedes Mal war und Alkohol verkauft hat und auch viele kleine Flaschen, also da habe ich immer bewundert, mir diese ganzen Mini-Flaschen angeguckt, weil damals waren die wirklich immer noch zusätzlich produziert worden. Das war natürlich ein Werbefaktor, aber es war auch ein Sammelgebiet. Heute jetzt nicht mehr ganz so, glaube ich. Und da hatte man eben halt dann diese Mini-Flaschen, ich weiß nicht, was sie gekostet hatten, ich glaube 5 oder 10 Mark, zwischen 5 und 10 Mark, zwei kleinen Flaschen. Und ich habe meinen Vater überredet, mir sie zu kaufen, da war ich nun auch etwas jünger. Und die sind eben halt in meiner Sammlung dann gelandet. Ja, und ich finde es immer noch super süß, das Ganze. Ja, und so hat man eben halt diese Dinge. Und was ich jetzt hier nicht in der großen Masse zu sehen habe, aber ich habe es auch gesammelt, ich habe auch gerne die Gläser gesammelt, wenn sie zu irgendeiner Marke passt. Und hier habe ich eine besondere Sache, das ist jetzt der Moskowskaja russische Wodka. Und ich finde diese Flaschen oder diese Gläser, besser gesagt, eben, die sieht aus wie eine Flasche, ihr könnt das sehen. Unten ist so der in Gold sogar, deswegen finde ich es cool, der Flaschengriff, hier konnte man hinten dann machen. Und wenn man nicht mehr wollte, drehte man das um und dann war die Flasche geschlossen. Richtig cool, das ist ein richtig schönes, edles Glas, das hat man dann entweder gratis bekommen früher oder man hatte, ja, wie soll ich sagen, sich gekauft, hat auch nicht viel gekostet. Das waren 2-3 Euro, D-Mark besser gesagt, das ist ja auch schon so alt. Ja. Und was ich eben halt, ihr seht hier auch, Coca-Cola, mein interessantes Sammelgebiet damals. Ich habe eine ganze Menge von Coca-Cola irgendwie gesammelt. Ich hatte eine große Sitzdose, ja, kann man sagen, diese Metalldosen groß, so ähnlich wie dieser Anspitzer, den ich mal hatte. Da oben ist der Anspitzer, irgendwann habe ich weggeschmissen, dann habe ich nur diese Dose behalten, weil ich fand das irgendwo süß. Ja. So hat man so von Coca-Cola eben halt eine ganze Menge. Und ich bin dann auch mal irgendwo hingegangen zu den Getränkestores. Und da gab es dann auch Merchandise. Das ist heute ganz anders. Heute ist es ein ganz anderes System. Aber dann habe ich dann auch so ein Coca-Cola-Feuerzeug. Das ist leider auch ausgelaufen. Also was heißt aus? Es ist kein Gas mehr drin. Aber hier so ein Coca-Cola-Werbefeuerzeug. Und das, was besonders ist, ja auch diese schöne Cognac-artige Coca-Cola-Glas mit Goldrand bin. Das ist auch ein schönes Sammelstück von mir, das ich seitdem in meinem Schrank habe, weil ich es einfach cool finde. Habe ich auch nur einmal gehabt und das sieht ja richtig edel aus. Also das ist auch was Besonderes irgendwo. Verbinde ich auch etwas. Ja, und Coca-Cola, ja, da gibt es so vieles. Wie gesagt, ich zeigte euch hier diese Dose, die war noch ein bisschen glänzend im Metall. Später war sie ein bisschen matter geworden. Und man sieht ja auch, dass die Slogans anders sind. Hier ist jetzt, glaube ich, noch der Slogan, You can't beat the feeling. Das ist später ja nicht mehr gewesen. Wir haben ja immer mal wieder neue Slogans gehabt. Ja, was habe ich noch von Coca-Cola hier, was so cool ist? Ich habe einmal einen Coca-Cola-Becher aus Plastik.
und noch sealed, ja wirklich sealed, 2 Coca-Cola Dosen vom Flugzeug. Die gab es damals im Flugzeug. Und da hat man die dann mitgenommen. Ne? Seht ihr, ist noch sealed. Ist aus dem Jahre, oder ist so, hier steht 92, 94. Und die stammen von meiner, nicht ersten Flugreise, aber meiner ersten Reise in den Urlaub alleine. Das war während meiner Ausbildung. Da bin ich mit meinem besten Kumpel damals nach Gran Canaria für eine Woche geflüchtet. Vom Alltag geflüchtet, kann man so sagen. Und im Flugzeug gab es die und man war so, man sammelte die, trank sie nicht eine, kriegte man zum Trinken. Das war ja noch umsonst damals, heute bezahlt man für solche Sachen. Ja, und ich fand das echt cool. Dann habe ich mir diese 2 Cola-Dosen damals gekauft. Oder will nicht gekauft, gekriegt, mitgenommen. Eine, glaube ich, vom Hinflug, eine vom Rückflug. Aber beide vom gleichen Zeitpunkt. Ne, sind noch in Deutschland abgefüllt? Holland. Nee, das ist in Holland damals abgefüllt worden. Interessant, interessant. Also keine deutschen Sachen. Softdrink with vegetable extracts. Softdrink mit Gemüseextrakt. Oder mit Sachen. Ja, deutscher Text sowieso drauf. Abgefüllt in Holland. Ja, auch cool, was man so alles da sieht. Ja, in Spanien habe ich mir übrigens auch das hier gekauft. Das ist so eine kleine Mini-Cola-Dose oder Cola-Flasche, besser gesagt. Die fand ich sehr cool, denn das ist ein Feuerzeug. Natürlich jetzt auch verrostet, kann sich nicht mehr bewegen. Das Witzige war, die Flamme bei selbst in kleiner Stufe war so groß. Das Ding war nach 2 Sekunden abgebrannt. Mich, weiß ich nicht, Pisetenheben halt, war damals noch die Währung gekauft, aber ich fand das so cool als Werbung. Ich weiß nicht mal, ob es ein offizielles Merchandise-Teil ist oder es einfach nur produziert wurde. Hier steht auch wirklich Coca-Cola drauf. Es gab damals ja einfach so, dass es viele Sachen gab ohne Lizenz. Aber ich fand das mega cool und die ziert immer noch mein Regal oder wird auch noch weiter in meiner Sammlung bleiben. Ein Teil werde ich wohl nicht mehr behalten. Ich werde mich auch von den Flaschen trennen. Ich habe einfach keinen Platz mehr dafür. Aber so ein wichtige Erinnerungsstücke bleiben natürlich in der Sammlung, logischerweise. Ja, meine Coca-Cola-Erzählungsgeschichte geht hier noch ein bisschen weiter. Ich habe zum Beispiel hier noch eine aus der Sherry-Cola-Sammlung. Das ist von, gucken wir, 89 haltbar. Von 89 hier, so wie es aussieht, ist sie 87 produziert worden. Das war so eine Sonderedition. Ich fand das als bemerkenswert. Ich fand das super cool. Das ist Cherry Coke, noch Original Cherry Coke, die neuere, die es heute gibt. Schmeckt anders, wenn es sie mal gibt. Also gibt es ja nicht so oft, aber die schmeckte noch ein bisschen mehr nach Cherry und es war damals der Renner. Ich war meine Lieblingscola nach der Normalcola. Ja, und ich habe irgendwann, weil ich wollte sie auf dem Regal so stehen lassen, und dann habe ich, und das passte perfekt rein, hier so einen kleinen Spiegel eingebaut. Es war so ein, weiß ich nicht, ob es ein Schminkspiegel von meiner Mutter war. Meine Mutter hatte mal Avon, war eine Avon-Vertreterin mal eine Zeit lang. Und da habe ich dann die Dinge, die sie nicht brauchte oder die einfach liegen geblieben sind, so Schminkspiegel auseinandergenommen, weil ich war einer, der hat Detektiv gespielt. Da braucht man die Spiegel so um die Ecke gucken, so ein bisschen gucken und Periskop basteln und so weiter. Und ich hatte dann diesen runden Spiegel, kann auch sein, dass er woanders her stammt. Und habe ich nicht eingebaut. Und das sieht das echt aus wie ein schönes Dekostück. Also deswegen, das steht auch noch immer auf meinem Regal als Erinnerung. Die Sache, ich sag ja, sind Kindheitsstücke. Man erinnert sich dran, man hat tolle Geschichten zu erzählen. Ihr lauscht jetzt so ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, weil es ist jetzt ja ein bisschen speziell oder ein bisschen ungewöhnlich, dieses Thema. Deswegen, ja, habe ich, erzähle ich einfach so ein bisschen. So, bevor ich zur letzten Cola-Flasche, die hier ist, komme, wandere ich noch mal ein bisschen ab von dem, was noch so in diesem Schränkchen lagerte. Ihr habt schon, ich hatte ja schon kurz erwähnt, diese Frosties-Packung, diese gab es ja zu kaufen, Mini-Packung einmal. Ich habe die damals, das ist jetzt abgelaufen, 1990, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, 1991 abgelaufen. Das heißt, die ist von 89, 88 sogar. Und die sind ja lange haltbar. Ja, noch alte Werbung. Ich fand es cool, ist noch sealed, original verpackt. Ja, ihr hört noch, ist noch sogar flockig drin. Ja, wird auch nicht geöffnet, also ich glaube auch nicht, dass es noch schmeckt. Aber ja, man hat diese Dinge gesammelt. Ich fand es sehr cool, diese Kleinigkeiten, weil
Ja, man ist ja, wir sind ja alle aufgewachsen in Kleinigkeiten. Ihr kennt die kleinen, ja, es wurde für Kinder ja immer kindgerecht gemacht. Es gibt bis heute noch diese Supermärkte für Kinder, wo man eine Theke hat mit kleinen, ähnlichen Boxen, wo die Kinder spielen können und so weiter. Man hat natürlich auch immer gerne was mit echten Dingern gehabt und mit echten Kleinigkeiten. Und da habe ich natürlich auch sowas als Kind gehabt. Und durch diese miniaturartige Sammlung, die man hat, ja, was so Kleinigkeiten anging, hat man das eben halt mit in die Sammlung aufgenommen. Das ist zwar nicht Miniatur, aber ich fand es cool und irgendwo hat das was. Das sind, ihr kennt das, ist vielleicht nichts, ist nichts Besonderes. Am Holzstab sind das Candies für Tee zum Auflösen. Habe ich mal Geschenke gekriegt. Ist dann auch in diese Regal gewandert, hat auch 20 Jahre gelegen mittlerweile. Ja, und so sind eben halt diese Dinge da. Ich habe hier zum Beispiel, ich sage ja Kleinigkeiten, Datum steht hier leider nicht drauf. Aber eine kleine Nivea-Dose, das gibt es bis heute ja noch, die ist aber noch komplett. Ich kann es jetzt sehen, ihr seht, komplett neu noch. Nie geöffnet worden. Sealed! Sealed! Ja, und was habe ich hier noch Schönes? Auch hier eine Probe. Steht da ein Datum? Nein, auch nicht. Aber auch was richtig Kultiges. Odol. Eine Probe, so eine Mini-Probe kann man ja auch sagen. Aber ich finde es cool, einfach das hinzustellen. Und so hat man eben halt Kleinigkeiten. Hier habe ich noch einen Stempel mit meinem Namen drauf. Den habe ich mal geschenkt gekriegt. Auch so eine Dinge wandern da rein. Ich sage ja, Erinnerungen. Und ich habe einiges an Gimmicks jetzt hier, die ich mitgenommen habe als Erinnerung, weil es passte. Und dazu gehörten auch Feuerzeug und Zigarettenschachteln. Nein, nicht Zigarettenschachteln. Streichholzschachteln. Das hat man gerne mitgenommen, weil es auch Werbung ist. Die hat leider auch ein bisschen gelitten durch das Auslaufen, aber ich wollte sie jetzt nicht wegwerfen, weil es ist eine Erinnerung von mir. Ich war bei das Phantom der Oper, als es noch in Hamburg war. Das ist noch ein Original. Streichholzschachtel, die jetzt leider durch diese Feuchtigkeit, die leicht ausgetreten ist, oder Cola, Schaden genommen hat. Ihr könnt es sehen, sie hat sich sozusagen ein bisschen aufgedrückt und aufgelöst. Aber hier seht ihr noch die neue Flora. Hamburg, jetzt fällt mir das runter, aber geht nicht kaputt. Ist ja nur eine Streichholzschachtel. Na komm, Streichholz soll nicht rausfallen. Eine neue Flora Hamburg. Buchen Sie jetzt. Ist natürlich nicht mehr möglich, da ist jetzt irgendwas anderes drin. Wie dem auch sei, diese Erinnerung wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Das behalte ich, das Ganze. Und da ich mal im Zeitschriftenbereich auch gearbeitet habe, wo Zigaretten verkauft wurden, da gab es damals dann so als Proben, wurden vom Vertreter mitgegeben. Ich habe einige Feuerzeuge damals auch bekommen und so weiter, aber ich fand am witzigsten Streichholzschachteln, die aussahen wie Zigarettenschachteln. Ihr seht auch hier so aufgemacht, die Streichholz da oben drin, das ist schon mal geöffnet gewesen. Und die mir jetzt runterfällt, die Camel-Schachtel, die ist mir noch nicht geöffnet. Auch cool, finde ich wahnsinnig toll, diese Kleinigkeiten. Man hat diese Sachen einfach alle, ja, ich habe sie eingesackt und dann in meine Sammlung gepackt. Hier auch, das ist so eine typische Probe von einem Zigarillo in so einer Packung. Fand ich auch witzig. Da würde ich heute nicht rauchen und ist eine gratis Rauchprobe, aber das ist die zerfällt zu Staub, sage ich mal so. Also diese Gimmicks, diese verrückten Sachen hat man ja gesammelt irgendwo. Genauso wie hier, das ist auch eine Sache, die früher viel gerne gesammelt wurde. Ich fand es sehr witzig und zwar hier Parfum. Das ist ein Chanel Parfum, Egoist. Hier noch so schön im Glas, Mini-Flakon. So in der Schachtel drin. Ich finde es absolut kultig. Gibt es auch nicht mehr in der Häufigkeit. Oftmals sind diese Proben ja anders, aber richtig cool. Hat mich auch sehr fasziniert, immer diese Kleinigkeiten, wenn es mir gefallen hat. Ich habe es, glaube ich, auch, wie gesagt, Geschenke gekriegt, damals mitgenommen. Ja, auch als Erinnerung mitgenommen habe ich hier ein Feuerzeug, sogar noch Gas drin, verrückterweise, auch wenn schon fast 20 Jahre alt ist, ist von der Titanic-Ausstellung in Hamburg. Die war vom 8. Mai bis 9. November 1997. Das war eine richtig spannende Ausstellung, kann ich euch auch nur empfehlen. Könnte ich euch empfehlen. Heute ist da Miniatur Wunderland drin in den Ortschaften. Ihr seht auch Titanic-Motiv. Das habe ich mir da als Erinnerung gekauft. Es war ein Erleben der Geschichte von der Titanic, vom Untergang. Es waren viele Originalteile da. Und James Cameron war auch damals zur Premiere von Titanic sozusagen, war da auch Gast, denn die hatten ja in Hamburg Premiere damals. Ja, aber auch so eine, ich sag ja, Erinnerung, wo man eben halt war.
oder was jeder Junge hatte, auch der wichtig war, dass einem wichtig war, um 1990, der gerade zwischen 16 und 18 war, er brauchte ein Sturmfeuerzeug. Das ist ja kein Original Zippo, ist auch keins mehr drin, das ist leer, es ist kaputt gegangen irgendwann, aber ich habe die Hülle sozusagen behalten. Ich fand es cool, United States Air Force in Blau. Blau war schon immer eine meiner Lieblingsfarben und das habe ich dann behalten. Ist auch halt als Erinnerung geblieben. Ja, ihr seht, das sind alles so Kleinigkeiten, Erinnerungen, über die ich jetzt so ein bisschen erzähle. Und Miniatur zum Beispiel, was auch faszinierend ist, war dann immer aus dem Überraschungsei, wenn das passte. Und ich habe hier zum Beispiel, das kann man kaum sehen, werdet ihr in dem Video kurz gesehen haben, sind 4 Wachsmalstifte in Miniform, schon mal aus dem Überraschungsei. Irgendwo hatte ich so einen Miniaturwürfel, ihr könnt ihn kaum sehen, aber auch richtig cool. Und ein Mini-Schraubendreher, so ein Kreuzschraubendreher, richtig witzig. Ja, ich sage ja gerade, diese Mini-Sachen haben mich begeistert. Auch eine Sache, die aus meiner Zeit bei der Zeitschriften war, ist das nächste Teil. Ein Würfel mit Hamburger Morgenpost drauf, Werbung als 1. Hat man auch nicht mehr alle Tage, war mal ein schönes Werbestück. Hat mich irgendwo fasziniert, eben halt diese Dinge zu sammeln. Und überhaupt, ich könnte euch noch, wenn ihr wollt, schreibt es bitte auch in die Kommentare, ob ich das mal ab und zu ein bisschen zeigen soll. Jetzt vielleicht nicht in diesem so langen Video oder Let's Talk, wie ich es jetzt gemacht habe, über die Miniaturwelt sozusagen, die meiner Kindheit sozusagen war. Ich habe auch noch eine Menge Film-Merchandise sozusagen, so Kleinigkeiten, Gimmicks, die es verteilt wurden als Werbegeschenk. Wenn ihr Interesse habt, dass ich euch da mal Teile von zeige, die so ein bisschen besonders sind, ein bisschen ausführlich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde vielleicht nicht immer ein Video zu machen, dann werdet ihr da sicherlich Informationen, oder ich werde, ne, Information ist das falsche Wort, schaut dann auf meinen Instagram-Kanal, Verlinkung auch unten in der Videobeschreibung, da werde ich sicherlich auch mal Fotos machen und ich habe bestimmt auch schon einiges fotografiert und dort abgebildet, ja gut, dort veröffentlicht, was ich so als Merchandise bekommen habe. Also immer mal wieder schauen. Ich habe da kuriosen Stuff, den ich finde, den ich aus meiner Sammlung habe. Immer mal wieder poste ich da Sachen. Ich habe Filmromane gesammelt. Seht ihr auch da. Besondere Soundtracks, Spiele etc. etc. Schaut ruhig mal rum. Lasst mir da auch ein Abo da. Freue ich mich drüber. Und ja, ihr seht da auch eine Menge Stuff dann. Gut, ich bin schon fast am Ende. Ich habe nur noch einen Teil jetzt hier. Und dann habe ich eigentlich genug sinniert über meine Mini-Mini-Bar, die ich hatte, meine schöne kleine Sammlung. Das letzte ist diese wunderbare Cola-Flasche. Und ihr seht, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, ich werde deswegen auch ein Foto einblenden, das ist eine Warner Brothers Coca-Cola. Das ist hier richtig gedruckt drauf, also beim Farbdruck, nicht kein Aufkleber. Die habe ich mir, also gerade wegen dem hier, gekauft im Warner Movie Park. Den gibt es heute nicht in der Art mehr. In Bottrop-Kirchhelm, glaube ich, war der, oder für mich aus gesehen in Süddeutschland. Da war ich dann mit meinen beiden Schwestern und einer guten Freundin. Und als Erinnerung habe ich mir eben halt diese Cola-Flasche mitgenommen, auch nie geöffnet, mit dem tasmanischen Teufel und Bugs Bunny drauf, Limited Edition steht drauf, 75 Jahre Warner war das damals, eine richtig tolle Erinnerung, die bleibt auch so, die zum Glück ist so ein Glas, kann nicht auslaufen. Wenn ihr selbst Cola-Dosen sammelt, bitte macht sie auf, macht nicht den Fehler wie ich. Ich habe es zweimal gemacht, bei diesmal sind nur Kleinigkeiten kaputt gegangen. Servietten und so ein bisschen Essstäbchen, die ich in Papier hatte, und dadurch, dass ich die Servietten hatte, ist das da halt ausgesogen worden und das konnte auch schnell gereinigt werden. Ich habe aber mal im Buchregal vor meinen Büchern das gehabt, da habe ich diese Dose gehabt, jahrelang stehen. Die stammte übrigens aus einer, als die Videokassette rauskam, also ja, auf Video, der Film Der fünfte Element, da wurde das an die Videotheken verteilt. Habe ich damals auch bekommen. Ja, das nur so am Rande. Und ja, da sind mir dann, ist es dann durchs Regal zu meinen Büchern hin und haben dann 5 Bücher, das konnte man nicht sehen von außen, als ich dann das aber zufällig gesehen habe, dass das so eine kleine braune Pfütze war, habe ich die Bücher hochgenommen, die waren dann zu einem 5er-Pack vertrocknet. Ne? Papier zieht das magisch an.
Das war der Schaden. Die Bücher habe ich dann neu gekauft, weil es waren Indiana Jones Bücher. Und ich bin ja auch ein Indiana Jones Fan. Und die Bücher, ja, wie ich dem sei, ich habe, glaube ich, das 30 Euro habe ich wieder bezahlt, um die in Neuzustand zu bekommen. Weil ich wollte sie auch in meiner Sammlung wieder haben. Naja, so kam es eben halt. So kann man sagen, shit happens. Ja, was soll ich sonst sagen? Das soll es auch gewesen sein. So ein bisschen der Senior-Talk über eine Mini-Mini-Bar-Miniatur. Eine Miniatursammlung, ja, kann man so sagen. So Gimmicks, die man auf dem Regal hat. Bisschen außerhalb vom Gaming, vom Toys-Bereich, vom Autobereich. Das ist ja mal ein bisschen was anderes, was man auch sammelt irgendwo. Und deswegen lasst es mich gerne wissen. Habt ihr mal etwas komplett anderes gesammelt? Ähnlich wie ich jetzt hier Miniatursachen. Das würde mich echt interessieren. Ich würde mich auch freuen bei meiner Schwester. Ich verlinke meine Schwesters Kanal ja hier nochmal. Becky Lemon und Miss Miniöhrchen. Das sind, ist ihr Disney-Kanal. Da hat sie Miniatur, ja, auch Kleinigkeiten, ich sagte ja gerade, Mini-Food. Videos gemacht, so ein bisschen Crafting und so weiter. Schaut da mal vorbei, es ist ganz interessant. Ja, und ansonsten liken, teilen, abonnieren kann ich nur sagen und ja, ich sagte ja, kommentieren, sprecht mit mir. Was sagt ihr über meine etwas andere Art der Sammelleidenschaft, die ja mit Geschichten verbunden waren? Ich habe jetzt ein bisschen aus dem, meinem Leben erzählt mit Erinnerungen und das ist auch das, was eben halt bleibt. Viele der Dinge, die bleiben, weil es Erinnerungen sind. Das ist eben halt das Besondere. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe euch genug betalkt für dieses Mal. Also haltet die Ohren steif, sage ich mal so. Und ich wünsche euch ja, einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder.